Servus! Tag 2 unseres Kurzgolf-Wochenendes. Also nee, unseres Kurzgolf-Urlaubs über ein langes Wochenende. So, jetzt haben wir es. Heute waren wir auf dem Platz, weswegen wir eigentlich hier in der Gegend sind. Wir sind ja hier zwischen Heilbronn und Heidelberg. Wir waren heute in, na, kann man es lesen? St. Leonroth. St. Leonroth ist eine der, da kann man sagen, Elite-Golfanlagen in Deutschland. Hier finden wirklich große Turniere statt auf dieser Anlage. Unter anderem waren wir 2015 zum Solheim Cup. Genau, als Zuschauer natürlich. Gehen wir nicht weiter darauf ein, könnt ihr gerne googeln. Jedenfalls kennen wir den Platz oder die Anlage und deswegen haben wir uns gesagt, hey, da fahren wir doch gerne mal hin. Und wir fanden einen gütigen Geist, der das unterstützt hat, diese Idee. Unser lieber Freund Thomas. Und Elke. Thomas und Elke. Thomas hat ein Golfturnier gewonnen und hat 2 Gutscheine für St. Leonroth gewonnen. Und er ist schwer beschäftigt. Keine Zeit, ja? Allora. Ich kann ja nicht spielen in St. Leonroth, das passt nicht in meine Pläne. Hat er uns die Gutscheine geschenkt. Ha? Mega. Mega. Herzlichen Dank nochmal dafür. Und wir haben gesagt, über Corona war das echt ein Problem. Irgendwie, wie bekommen wir jetzt hier hin? Jetzt geht's wieder und die Gutscheine waren tatsächlich bis Ende dieses Jahres gültig. Ergo, zack, hergefahren. Genau. St. Leonroth, wie gesagt, eine der Elite-Golfanlagen in Deutschland. Die Muttis, die ihre Kinder zum Golftraining gebracht haben, deren Autos lassen schon auch auf ein gewisses Niveau schließen. Aber darauf wollen wir jetzt nicht hinaus. Uns geht es um den sportlichen Ansatz. Sind 2 komplett große Golfplätze. Ein kompletter Trainingsplatz, eine riesen Trainingsanlage haben die da. Das ist schon alles auf Leistungsgolf ausgelegt hier. Wenn man weiß, dass hier SAP auch zu Hause ist, also nicht hier, sondern da eben bei St. Leonroth, da gibt es direkt die SAP-Akademie nebenan. Wer mag da wohl Geld investieren? Wer könnte das sein? Genau der. Ja? Adler Mannheim, Hoffenheim etc. etc. Der gleiche Mensch hat hier wohl Geld investiert in diesen Golfplatz. Und das ist schon eine wirklich sehr schöne Golfanlage auch. Hat einen sportlichen Ansatz. Ja, ist wirklich auf Sportgolfen ausgelegt. Hier geht es nicht um Optik. Hier geht es um, die Wasser, die es auf dem Platz gibt, die Wasserhindernisse. Da geht es nicht um optische Gestaltung, da geht es eindeutig um Wasserhindernis. Und das Ganze aber doch eben auch ansprechend. Ist nicht einfach zu spielen. Herausfordernder Platz, spielt sich sehr lang, nicht weil das so schwer zu spielen wäre, sondern es sind in der Tat lange Bahnen auch. So häufig wie auf diesem Platz habe ich meine langen Eisen selten in der Hand gehabt, also 5er, 6er Eisen mehr oder weniger ständig im Einsatz, wenn es darum ging, aufs Grün zu spielen. Apropos Grüns. Mega. Mega vom Feinsten. Also wirklich, Profi-Grüns, teilweise sehr große Grüns, extrem ondulierte Grüns teilweise, aber mit einer Mega-Oberfläche, wirklich toll zu spielen, hat echt Spaß gemacht. Ganze Gegenteil von gestern. Ich habe ja mit 34 Putts geglänzt, ich habe mit 34 Putts geglänzt, aber mein Hase, 33. Hey, wer trainiert dich denn, Häschen? Nein, wirklich, wir haben aus diesen tollen Grüns, wir kommen auf tollen, schnellen Grüns wesentlich besser klar als auf, wo hat man denn so räudige Grüns? Ach, gerade gestern, genau. Hat Spaß gemacht, ist wirklich ein Spaß, diese Anlage zu spielen. Sehr flache Anlage, also jetzt nicht so wie gestern Kolmberg, sondern die zieht ihre Schwierigkeiten aus anderen Dingen und das ist schon wirklich, da merkt man schon so, wow, wenn man denkt, dass die Profis nochmal 50 Meter länger spielen müssen, fettes Teil, echt. Und wir hatten einen sehr netten Flypartner. Stefan. Aus Mainz. Der nicht so einen guten Tag hatte, leider. Er hat selber gesagt, die Idee, meinen Vatertag auf dem Golfplatz auszukurieren, hätte er vielleicht besser gelassen, ja. Aber nichtsdestotrotz, netter Typ, ist damit auch relativ ruhig umgegangen, das ist bewundernswert auch. Er hatte, glaube ich, nach 3 Bahnen schon 6 Bälle verkloppt. Er hatte Sorge, dass er überhaupt so viele Bälle mit hat, ja, war bis jedenfalls, die 18 vorbei war. War ganz bestimmt nicht sein bester Golftag gestern. Ja. Aber er hat es mit Fassung getragen, das war auch schon nett. Ne? Also jedenfalls hatten wir einen ganz, ganz tollen Golftag. Wie viele Punkte gibt es für diese Anlage? 93. 93.
Wir vergeben 93 Punkte nach St. Leonhard. Das habt ihr euch verdient. Vielleicht sollte nicht jeder, der da arbeitet, so ein bisschen das Näschen hochtragen, weil ihr so eine tolle Elite-Golfanlage seid. Ein bisschen bodenständig, Freunde. Wäre irgendwie auch noch sympathischer. So wie die Leute in der Gastro. Da gibt es ein schickes Halfway-Haus. Das ist hier rum. Da gibt es eine schöne Terrasse. Haben wir schön draußen gesessen. Haben auch noch gegessen da. War sehr nett. Und das ist schon eine Anlage, wo man schon mal hinfahren kann. Ja, genau so ist es. Empfehlen wir hiermit 93 Punkte. Spaß gehabt. Tollen Golftag gehabt. Ciao. Mal raus. Bussi.